Gott ist Liebe. Und manchmal fragt man sich, warum merkt man da so wenig davon? Warum spürt man das so wenig? Und warum ist dies oder jenes in meinem Leben nicht in Ordnung? Warum muss ich krank sein? Ja, und das ist ja unser Thema heute Abend eigentlich. Die Hauptsache, man ist gesund und ich habe hier ein Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen hingesetzt. Ist das die Hauptsache? Wenn man der Werbung glauben möchte, dann ja. Da heißt es heute nur fit sein, gesund sein, sich wohlfühlen. Ja, die Deutschen und die deutschen Hühner hungern, weil die Menschen ihnen die Körner wegfressen. Ja, wir sind zu Körnerpickern geworden, nee, oder wir schlucken Vitamine in welcher Form auch immer. Ja, dann heißt es dieses Essen und jenes vermeiden, nicht, und dann gesund leben. Man macht Jogging und man isst Joghurt und Müsli und dann rennt man zum Zigarettenautomat und holt sich nochmal eine Schachtel daraus. Nee, irgendwie passt das nicht ganz so zusammen. Man möchte abnehmen. Ich kenne diesen Kampf auch. Könnt ihr mir glauben? Ich habe noch nicht ganz aufgegeben, aber manche Male schon sehr frustriert gewesen. Aber mir ist nicht so gegangen wie jener Frau, die auch sehr korpulent war und dann zum Arzt gegangen ist und der ihr gesagt hat, hören Sie mir, Sie müssen unbedingt abnehmen, also jetzt morgens und mittags und abends ein Brötchen. Naja, sagt sie, ist in Ordnung, Herr Doktor. Und als sie dann rausging, dann dreht sie sich nochmal um und sagt, Sie haben mir nur nicht gesagt, Herr Doktor, vor den Mahlzeiten oder danach. Ja, also, Hauptsache, man ist gesund. Ist das die Frage? Ich habe das so ja erlebt. Nicht? Ich habe ja auch drei Kinder. Als unsere Tochter geboren wurde, es war unser erstes Kind, nicht? Und die Kollegen dann gefragt haben, ich habe damals bei Daimler-Benz gearbeitet, na Frühstück, was ist es denn? Ich gesagt habe, ein Mädchen, naja, Hauptsache gesund. Nicht? Bei den Jungs, wie die geboren wurden, boah, Frühstück, ja, gratuliere, nicht? Ja, Stammhalter, ich weiß gar nicht, welchen Stamm die halten sollen. Nicht? Also, naja, ich habe gestaunt, die haben auch Frauen gefunden, die jetzt Frühstück heißen. Also das klappt schon. Nee? Natürlich ist es wichtig, wenn ein Kindchen geboren ist, dass alles dran ist. Dass es gesund ist. Und wie viel Not und wie viel Sorge ein missgebildetes Kind oder ein geistig behindertes Kind mit sich bringt, das wissen die am besten, die damit leben, die damit umgehen müssen. Ja, ein Leben lang damit umgehen müssen. Wer möchte da schon mithalten? Manchmal weiß man nicht, wie man die Leute angucken soll, wie man sie ansprechen soll. Man weiß manchmal gar nicht, wie man sich verhalten soll. Aber das ist eine Sache der Unsicherheit. Ich sage euch eines, die Behinderten wollen als ganz normale Menschen genommen werden. Ganz normal, ob die im Rollstuhl sitzen oder am Krücken gehen oder sonst was. Gesundheit. Ne? Ja, da niest einer, alles blüht Gesundheit. Ne? Im Grunde genommen, behalte deine Bakterien für dich, ich will sie gar nicht haben. Ne? Oder Postkarten kommen dann schon mal. Ne? Hauptsache ist Glück und Gesundheit. Ne? Oder so kommt ein Schüler von der Schule vor den Ferien, ne? Zeugnistag. Geht zu seinen Kameraden und sagt, Mensch, mein Zeugnis, ich traue mich gar nicht nach Hause. Dann hat er gesagt, naja, lass dir nichts, mach dir nichts draus, Hauptsache du bist gesund. Ne? So ungefähr, schwacher Trost. Es ist schon so, natürlich, Gesundheit ist ein großes Gut, das es zu bewahren gilt. Und wohl dem, der gesund ist. Aber heute, in unserer Zeit, haben wir doch vermehrt mit dieser Frage zu kämpfen, ob dieses oder jenes auch wirklich gesund ist. Nee, kaufst du einen Teppichboden? Da gab es so eine Zeit, da hatte man Insektizide darin. Und wie viele haben ihre Teppichböden dann rausgerissen, weil die irgendwann mal ausdünsten? Ja, soll krebserregend sein. Vorm Aldehyd in den Möbeln, in diesen Platten, die man da drin hat, oder in irgendwelchen Holzschutzfarben, nee, das hat Folgen, natürlich. Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, bis hin zum Krebsleiden. Und die Menschen machen sich große Sorgen, natürlich Sorgen um ihre Gesundheit. Und ich habe den Eindruck, obwohl die Menschen heute viel bewusster auf ihre Gesundheit achten, sind die meisten kranker denn je. Und da gibt es Mittel gegen alles. Mit Nebenwirkungen. Nee? Wo eine Wirkung ist, ist auch eine Nebenwirkung. Dann muss man eben noch ein Mittel gegen die Nebenwirkungen nehmen, die auch wieder Nebenwirkungen haben. Und so kommt es dann, dass, ich kenne das im eigenen Haus, ja, jemand 30 Tabletten am Tag nehmen muss. Furchtbar. Nee? Und weil man nur Angst hat vor der Chemie, dann gehen viele Menschen zum Wunderheiler.
Nicht? Und da schießt so einiges ins Kraut, wie Pilze aus dem Boden. Und ich habe so die Befürchtung, mancher will wirklich gesund sein um jeden Preis. Dann kauft man Kupferbänder, nicht? Macht autogenes Training, lässt sich besprechen, hat irgendwelche Kristalle, die man dann so mit sich herumschleppt. Nicht? Auch ganz öffentlich. Oder Pyramiden. Oder was weiß ich was. Und dann sagt man, oh, die Hauptsache, es hat geholfen. Nicht? Die Kastanie in der Hosentasche und so. Ich möchte davor warnen. Manches ist nicht nur Charlatanerie, sondern ist gefährlich, weil es in den Bereich des Okkultismus hineingeht. Da gibt es andere Dinge, über die Gutgläubigkeit. Da ist jemand in der Eifel gewesen, ist irgendwo, hat so eine Wanderung gemacht, über eine Wiese, so einen kleinen Hügel hinaufgegangen. Und dann war so ein Brunnen und dann hat er von dem Wasser getrunken. Und dann ist oh, wie geht's mir auf einmal gut? Das ist ein Wunderquell. Ja, ist passiert, bei uns in Deutschland, in der Eifel. Nee? Dann ist er nach Hause, hat sich eine Flasche geholt und hat das Wasser getrunken. Und dann hat er gesagt zu anderen Leuten, da müsst ihr mal hin, da ist eine Wunderquelle, die heißt heilsam, schmeckt ein bisschen komisch, aber das Wasser ist gut. Und die Leute sind mit Omnibussen dahin gefahren. So ist es bekannt geworden in der ganzen Umgebung. Irgendwann hat das Gesundheitsamt dann auch was mitgekriegt. Nee, haben das Wasser dann untersucht, haben dann festgestellt, überhöhter Nitritgehalt. Warum? Weil weiter oben eine Kuhweide war. Eine Viehweide. Nee? Naja, guten Appetit kann man nur sagen. Nee? Also viele Menschen wollen gesund leben, das ist auch gut. Nur machen wir bitte nicht den Fehler und vergöttern unsere Gesundheit. Machen wir sie nicht zum Abgott. Ich halte das für einen ganz gefährlichen Trugschluss. Ich habe festgestellt, solche Leute sterben auch nur halt gesünder wie die anderen. Nee? Dann gibt es natürlich Dinge, Meldungen. Man findet plötzlich Pestizide, Rückstände von Pestiziden in Babynahrung. Hat ja gar nichts drin zu suchen. Wie kommen die da rein? Möchte man doch meinen, besonderer Anbau. Nee? Man wird schnell beruhigt und dann sagt man, es ist ja erst ab so und so viel Nanogramm schädlich und da ist ja noch weniger drin, also Tausendstel Gramm. Das sagt man uns, aber die Angst ist da. Dann die Futtermittelskandale, nee? Jetzt da wieder die Schweinepest, ein bisschen weiter da oben, nee? Aber immer noch in NRW, soweit ich weiß. Nematoden, Würmer im Seefisch. Oh, wenn ich das aufkam, was hat mich geekelt vor Fisch? Ja, und ich bin ein leidenschaftlicher Fischesser. Wieder inzwischen, muss ich dazu sagen. Naja, dann gibt es da Östrogene im Kalbfleisch. Nee? Ja, übrigens, man nennt die Landwirte ja heute nicht mehr Bauern, sondern das nennt man heute Ratiofarm. Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst. Nee? Antibiotika im Schweinefleisch, also wenn du irgendwie was hast, da brauchst du keine Tablette nehmen, isst ein Kotelett, funktioniert schon. Nee? Hühnerpest. Nur mal so einige Schlagworte zu nennen. BSE. Wisst ihr, was BSE heißt? Ne? Bitte selber essen. Und dann die Angst vor den genmanipulierten Tomaten oder überhaupt Gemüse, Kartoffeln. Ne? SARS, diese Lungenkrankheit, die da aus Asien rübergeschwappt ist. Ich weiß noch, ich war in der Zeit, als SARS gerade ganz groß war, auch in Kanada, bin ich in Toronto gewesen und was wir da im Flugzeug schon ausfüllen mussten, ne? Auch ob wir Schnupfen haben, ob wir Fieber haben und was weiß ich, die hätten uns nicht mehr ins Land gelassen. Ne? Und da boomt natürlich die Bioindustrie. Ne? Biologischer Anbau von Getreide, von Mais und Gemüse soll ja gesünder sein. Ne? Und die Leute kaufen sich Getreidemühlen, sie backen sich ihr Brot selber. Und irgendwie ist da schon was dran. Ne? Da hat man festgestellt, wir haben eine Zunahme von Allergien. Ich habe ja nun mal zwei Söhne, die Allergiker sind. Das hat sich jetzt wieder vererbt auf meine Enkeltöchter. Und das sind schon Nöte, die da sind, natürlich. Dann holt man sich den Routengänger ins Haus, verschiebt die Ehebetten, weil da sich eine Wasserader drunter kreuzt und merkt nicht, dass es Folgen hat, Depressionen, Angstzustände, bis hin zum Selbstmord. Es ist nicht alles gut, was alternativ ist. Ich habe mich gefragt, wie töricht ist eigentlich der Mensch?
Natürlich ist Gesundheit wichtig. Und wer mal krank war oder krank ist, der weiß Gesundheit doch umso mehr zu schätzen. Ein großes Geschenk, ja, weil es bedeutet körperliches Wohlbefinden, einfach sich wohlfühlen, ein Kapital, das man bewahren kann und es bewahren soll, aber doch nicht um jeden Preis. Viele Menschen haben Angst, krank zu werden. Übrigens, die meisten davon sind Ärzte. Die haben am meisten Angst, krank zu werden. Und Krankenschwestern. Die wissen ja, um was es geht. Und ich habe den Eindruck, wir haben einen ganz gewaltigen Fehler begangen. Wir haben uns selber zu Gott erklärt und die Gesundheit unseres Leibes an die erste Stelle unseres Lebens gesetzt, ja, und unsere Gesundheit zum Abgott gemacht. Und deswegen brauchen wir den lebendigen Gott nicht mehr. Brauchen wir mit Gott nichts mehr zu tun haben. Ich habe vor einiger Zeit etwas gelesen, was ich uns einfach mal kurz aufzeigen möchte. Ja, erstmal dieses. Herr Uli Stein, kennt ihr den? Ja, ist schön, ne? Der Doktor kommt gleich, wenn Sie sich bitte so lange im Wartezimmer krümmen. Mal so ein bisschen zur Aufmunterung. Nun, wenn die Kranken fit aussehen. Während eines Spiels in Pasadena in Kalifornien starb im Jahr 1988 mit 40 Jahren der einzigartige Basketballspieler Pistol Pete Maravich. Er war ein Star der obersten Basketballliga in Amerika und Inhaber von zahlreichen Rekorden. Übrigens ein bekennender Christ. Die letzten Worte dieses Gesundheitsfanatikers waren: Ich fühle mich wirklich gut. Und er starb an einem versteckten Herzfehler. Ein zweites Beispiel, der österreichische Fußballnationalspieler Bruno Pezzai. Er starb nach einem Eishockeyspiel im Innsbrucker Olympiastadion mit 39 Jahren. Er war dort mit Herz-Kreislauf-Problemen zusammengebrochen und kurze Zeit später im Krankenhaus in Innsbruck an Herzversagen gestorben. Drittes Beispiel, im November 1995 brach im Alter von 28 Jahren der russische Eiskunstläufer Sergei Grunkow, Gewinner von 2 olympischen Goldmedaillen, während des Trainings zusammen und er starb an Herzversagen. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann merkt man, alle drei waren absolut topfitte Spitzensportler. Alle drei wirkten nach außen hin kerngesund. Aber jeder von ihnen hatte unerkannte, tödliche Herzfehler. Sie machten nach außen den Eindruck bester Gesundheit, aber ihre gut trainierten Körper, sie verdeckten eben nur eine Zeit lang ihre verborgene, schwere Krankheit. Die Sportwelt war schockiert. Man hat sich gefragt, wie ist sowas möglich? Wie kann so etwas passieren bei Spitzensportlern, die doch medizinisch ständig betreut werden? Und wisst ihr, mir ist das ein Bild für die Menschheit überhaupt geworden. Wir tun so viel für den äußeren Menschen und wir merken es nicht, dass wir einen verborgenen Schaden in uns tragen. Wir haben verborgene Herzprobleme. Da meine ich jetzt nicht in der Pumpe, die da das Blut durch unsere Adern pumpt, sondern im Zentrum unseres Daseins. Wir sind krank durch die in uns wohnende Sünde. Und das haben nur ganz, ganz wenige Menschen begriffen. Ja, so schlecht bin ich ja nur auch nicht. Und dann fängt man an, irgendwie aufzuzählen, was man alles noch nicht gemacht hat. Wenn ich zur Bank gehe, dann nehme ich meine Scheckkarte oder meine Plastikkarte. Da nehme ich nicht das Schießeisen mit. Also bin ich ein ganz anständiger Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht. Also, wenn das Maß für Sünde ist, ja, dann können wir uns alle freisprechen, oder? Ich nicht. Ich habe schon manches Mal in meiner so liebenswürdigen Art gedacht, so wenn mich einer rechts auf der Autobahn überholt hat oder bedrängt hat, ne, dass es fast zum Unfall gekommen wäre. Oh, Kerl, wenn es dir jetzt nur der Bresel geht. Ne? So in meiner bayerischen Art. Ne? Wir wollen heute etwas von dieser Hoffnung hören, die die haben, die Jesus kennen. Und da zeigt uns die Bibel an einigen Stellen wichtige Dinge. Und ich möchte uns nur eine Stelle lesen. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und da heißt es, Vers 1, das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten.
ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Was hat das mit Gesundheit zu tun? Schauen wir mal. Ich möchte einfach mal die Hoffnung uns deutlich machen, die haben, die Jesus gehören. Wisst ihr, die Welt hat keine. Auch wenn Christen verspottet werden, auch wenn man uns verlacht, auch wenn man uns verfolgt, auch wenn man uns Schwierigkeiten macht, auch wenn man uns Knüppel zwischen die Beine wirft, auch wenn irgendwelche Dinge da sind, die man uns andichtet, das kommt ja immer wieder mal vor. Ja? Diejenigen, die Jesus kennen, sie haben eine lebendige Hoffnung. Wir lesen im Epheserbrief im 2. Kapitel, ihr habt damals ohne Christus gelebt. Ihr wart ausgeschlossen von dem Volk Gottes. Und darum galten für euch die Verheißungen Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hatte. Und jetzt kommt es. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Wehe dem, der keinen Heiland hat. Wehe dem, der in Not ist und nicht beten kann. Wehe dem, der nicht weiß, wo er hingehen kann, wenn er am Ende ist. Aber noch besser ist es doch, jetzt schon zu Gott zu kommen und unser Leben mit ihm zu ordnen, bevor es zu spät ist. Ja? Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut hat, hat eine herrliche Hoffnung für die Zukunft. Ich sage, Frühstück, hör auf mit Hoffnung. Ich habe schon so viel gehofft, hat überhaupt nichts genützt. Wissen wir eigentlich, was biblische Hoffnung ist? Meine Tochter hat geheiratet am 4. März 1994. 95, Entschuldigung. 95. 4. März 95. Sie ist dann am 6. ausgezogen, mit ihrem Mann dann in seinen Heimatort gegangen. Und dann im Mai rief sie mich an, so um diese Jahreszeit. Ich war auch gerade im Zelt unterwegs und sagte, Papa, ich muss da was ganz Wunderschönes sagen. Da habe ich mir gedacht, oh weia, jetzt wird deine Frau Großmutter. Ja. Und das war dann auch so. Ich sagte, ja, woher, warst du schon beim Arzt? Nö. Ich sag, woher weißt du dann, dass du ein Baby bekommst? Ah, das weiß man halt, also ich habe es nicht gewusst. Ja, wie denn auch? Und sie ist dann zum Arzt gegangen und der hat es bestätigt. Sie merkte also, in mir, da wächst neues Leben heran. Da ist irgendwas anders. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt Millimeter groß oder so, ich weiß es nicht. Ja? Aber sie wusste schon, ich werde Mutter. Ich bekomme ein Baby. Und da ist dann unsere Rebecca dabei rausgekommen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Ja, und wenn eine Frau ein Baby erwartet, was sagt man denn dann? Man sagt, sie ist guter Hoffnung. Sie ist guter Hoffnung. Sie kann dieses neue Leben, das in ihr ist, noch nicht sehen. Ja, aber sie merkt es, da ist etwas, irgendwann wird sie es auch spüren und irgendwann durch Ultraschall kann man dann auch schon mal ein bisschen was sehen. Ja, aber sie weiß ganz sicher, dieses Baby ist da und der Zeitpunkt wird kommen, wo ich dieses Kind in meiner ganzen Liebe umhüllen darf, wie ich mich um dieses Kind kümmern darf, wie ich es auf meinen Armen tragen darf, wie ich es herzen kann. Nicht? Der Zeitpunkt wird kommen. Schaut, und genau diese Art Hoffnung ist es, die Bibel meint. Wir können die Herrlichkeit noch nicht sehen, aber sie ist da. Wir werden eines Tages, diejenigen, die Jesus kennen, sie werden einmal bei ihm sein in der Herrlichkeit. Und deswegen sagt uns im gleichen Kapitel das Wort Gottes dann weiter, Vers 6, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz bei dem Herrn zu sein. Im Philipperbrief drückt sich der Apostel Paulus noch deutlicher aus, indem er dann sagt, beides scheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es was Besseres? Ja, also ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Ja, das sagt er uns da. Ich denke, die Jesus kennen, die können das bestätigen.
Wir haben diese herrliche Hoffnung in uns. Es kommt eine Katastrophe. Das ist manchen von uns klar. Ein Hauseinsturz ist eine Katastrophe. Ja? Und weil die Bibel unseren Leib als ein Haus bezeichnet, darf man das Sterben als eine solche Katastrophe ansehen. Ja? Und was sieht man nicht täglich um sich herum? Die Friedhöfe, die geben uns hier ein beredtes Zeugnis. Und ich bin davon überzeugt, auch in der WAZ oder in der, wie heißt der, NRZ und wie die Zeitungen hier heißen, gibt es auch Todesanzeigen, die uns das immer und immer wieder deutlich machen. Katastrophen, die da passiert sind, persönliche Katastrophen. Und wie viele sind schon unerlöst in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit gegangen und an der Herrlichkeit vorbei. Also die Bibel vergleicht unseren Leib mit einem Haus. Der König Hiskia, der zur Zeit des Propheten Jesaja lebte, er tat das auch und er schreibt dann oder sagt einmal, in Jesaja 38 können wir das lesen, mein Leben gleicht einem Nomadenzelt, das abgebrochen und weggetragen wird. Es ist wie ein Tuch, das zu Ende gewebt wurde. Du schneidest seine Fäden ab, mit denen es am Webstuhl hing. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Aber wir merken hier etwas von Hoffnung, ob bei Paulus oder ob bei Hiskia. Wir merken, es handelt sich bei ihnen um ein einfallendes Haus, aber sie waren im Glauben. Sie waren Menschen, die Gott kannten und die wussten, Gott meint es gut. Also ein Haus, oder unser Leib, die Bibel bezeichnet es im Urtext sogar eben als ein Zelt. Gottes Wort betrachtet gewissermaßen das Sterben wie einen Zeltabbruch. Und das, was manche als die größte Katastrophe in ihrem Leben bezeichnen, nimmt der Apostel Paulus zum Beispiel nicht nur leicht hin, sondern es scheint sogar so zu sein, als freut er sich darauf, als sehne er den Tag herbei. Und ich kann ihn gut verstehen, weil diese Sehnsucht habe ich auch oft in meinem Leben. Nicht, weil ich lebensmüde bin, wer mich kennt, der weiß das, bin ich alles andere als das. Ich bin keiner von denen, die zum Lachen in den Keller gehen. Ja, ich habe meinen Spaß in dieser Welt, meine Freude. Aber wenn man die Menschen um sich herum beobachtet, wenn man die Augen aufhat, dann merkt man mit einem Mal, wie viele so besorgt sind, wenn sich irgendwelche Anzeichen von dieser Katastrophe, diesem Hauseinsturz zeigen. Ja? Und was wendet man da nicht alles auf, um den Zerfall hinauszuschieben? Ja, da fängt man plötzlich wieder an, Sport zu betreiben. Ne? Vielleicht joggt man noch so ein bisschen oder macht Walking. Man kann ja nicht mehr sagen, man macht einen Dauerlauf oder geht spazieren. Nee, heute macht man das eben so. Ne? Oder geht ins Fitnessstudio. Oder macht Aerobic oder sonst irgendetwas. Oder aber man schluckt dann eben Tabletten in jeglicher Form. Ne, vor was auch immer oder gegen was auch immer. Man macht Kuren, soweit man sie noch bewilligt bekommt. Ne, und Diäten, eine nach der anderen. Ne, und ich habe festgestellt, die Pfirsichdiät ist mit die beste. Kennt ihr die? Du darfst alles essen, nur keine Pfirsiche. Ne? Ja. Nützt nichts. Ja, oder man kauft sich ein Toupet, weil das Oberlicht etwas heller wird. Ne? Oder so. Manche lassen sich dann liften und die sehen nachher mit 60 jünger aus als mit 30. Ne? Aber sind dann vernarbt und was weiß ich was alles innerlich und merken es kaum. Wie groß und plötzlich der Zerfall ist, beobachten wir noch. Ne? Das ist das erste graue Haar. Wo habe ich das nur her? Ne? Wie kommt das denn? Die ersten Falten, man hat Atemnot, ja, wie der eine, der da zum Briefkasten, zum Zigarettenautomat gegangen ist und dann nachher zwei Stockwerke nach hoch gehäkelt ist und dann gesagt hat, mein Herz schlägt, da sei, Mensch, sei froh, dass es schlägt. Stell dir mal vor, es hört auf. Dann bist du in der Ewigkeit und wie? Nee? Schaut, so wie die Häuser allen Wettereinflüssen ausgesetzt sind, in Bergen auch manchmal Lawinen oder so, oder an Flüssen stehen, durch Hochwasser dahingerissen werden. So ist unser Leib natürlich auch allen möglichen Gefahren des Lebens ausgesetzt. Da gibt es nun mal Krankheiten. Da sind irgendwelche Angriffe, ja, die unseren Körper in irgendeiner Weise dem Zerfall aussetzen. Und da wendet man so viel Mühe auf. Und ich frage einmal, wie viel Mühe wendest du auf, um diesen Verfall hinauszuschieben, um noch ein bisschen länger hier zu bleiben. Ich habe vor 3 Jahren einen jungen Mann beerdigt. Ich kannte ihn von Kind auf, 20 Jahre alt.
Er war kurz vor der Gesellenprüfung, 2 Tage vor der Prüfung, als er die Diagnose bekam, Hodenkrebs. Krebs hat gestreut, der hatte Metastasen überall. Man hatte dann irgendwas gespritzt, so ein bisschen radioaktiv, um die Metastasen zu finden. Der ganze Körper leuchtete auf. Ich habe ihn besucht, er hat darum gebeten, ich bin dann dahin gefahren und war den ganzen Tag bei ihm. Er hat sich um sich keine Sorgen gemacht, aber um seinen Vater. Sein Vater, für den der Junge alles war. Wir haben zusammen gebetet. Er sagte zu mir, die Ärzte haben mir gesagt, es gibt ein neues Medikament, sie könnten mein Leben noch ein bisschen verlängern. Ich habe zu ihnen gesagt, wissen Sie, dass ich noch 2 Monate länger Schmerzen habe? Was soll das? Lassen Sie mich heimgehen zu meinem Herrn. Lassen Sie mich heimgehen. Einen Tag bevor er dann heimgehen durfte, rief mich am Abend meine Frau an, so nach 23 Uhr. Hier im Zelt habe ich diesen Anruf bekommen. Und sage, hör mal, die Eri hat angerufen, ist die Mutter von diesem jungen Mann. Der Simon liegt in seinem Bett, er japst nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ich habe dann dort angerufen und die Eltern haben dann gesagt, hör mal, bete mit, dass der Simon bald heimgehen darf. Er liegt nur noch da und er sagt nur noch, hey Jesus, wie lange noch? Wie lange noch? Wann holst du mich endlich heim? Ich habe dann gefragt, soll ich denn kommen? Ja, wo bist denn du? Ich bin gerade in der Nähe von Zwickau. Ach, weißt du, haben wir gesagt, der Herr hört die Gebete von Zwickau genauso wie hier. Mein Diakon hat mir dann gesagt, ich fahre mit dir. Wir sind dann nicht gefahren, wir wären eh zu spät gekommen. Den Anruf war nach 23 Uhr und um 0.30 Uhr war Simon schon in der Herrlichkeit. In der gleichen Gemeinde war ein paar Monate vorher ein 5-jähriges Mädchen gestorben. Die habe ich auch beerdigt. Ich werde an einem der Abende mehr darüber erzählen. Es war die schwerste Beerdigung meines Lebens überhaupt. Eine meiner schwersten Dienste. Wir waren in einer Gemeinde. Aber die kleine Lena, sie hatte den Herrn Jesus lieb. Sie hatte den Herrn Jesus so lieb, dass sie gesagt hat, er ist mein allerbester Freund. Und sie hat sich gefreut, heimgehen zu dürfen zu ihrem Herrn. Und als Simon dann, kurz bevor er so weit war, dass er heimgehen durfte, bekam Simon noch Besuch von dem Vater von Lena. Ein Kollege von uns, von Ulrike und mir, von Jörg, Mitarbeiter unserer Zeltmission. Und Simon sagte zu dem Hermann, und wenn ich dann bei Jesus bin, da werde ich eure Lena mal ganz feste drücken. Was drückt das für eine Hoffnung aus? Was zeigt das in einem jungen Menschen, der bereit ist zu sagen, okay Herr, ich gehe heim. Ich freue mich darauf, zu dir kommen zu dürfen. Schaut, und Gott hat ja Fürsorge getroffen für uns. Ja, wenn Gott uns das so sagt, dass unser irdisches Haus, diese Hütte abgerissen wird, wir einen Bau von Gott haben, ja, es ist so, als wollte Gott uns hier sagen, wenn alles zerfällt, du bist nicht obdachlos, du hast ein neues Zuhause. Ja, und da gilt es eben, Vorbereitung zu treffen dafür. Paulus hatte diese Vorbereitung getroffen, er hat vorgesorgt. Und ich frage, hast du auch schon vorgesorgt? Hast du dein Leben mit Gott geordnet? Oder kämpfst du noch darum, unbedingt gesund zu werden? Geht dir dein Körper wirklich über alles? Ist er dir mehr wert als deine unsterbliche Seele? Dass jeder sterben wird, sterben muss, das wissen wir doch, oder? Das wissen wir. Und deswegen sollte sich auch jeder auf die Ewigkeit vorbereiten. Was sagt uns der 90. Psalm einmal im 12. Vers? Ich sage das erstmal in einer moderneren Übersetzung. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Luther übersetzt es so, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden. Darum geht's doch, klug zu sein. Sich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Dieses Grab, da lag ein Mensch, der nicht vorbereitet war. Der nicht vorbereitet war. Der unerlöst in die Ewigkeit gehen musste. Ich habe gelernt bei den Anverwandten, und ich bin selbst ein Anverwandter, was es heißt, ohne Hoffnung zu sein. Keinen Trost zu haben. Aber wenn die Bibel hier von einem Bau spricht, was meint sie denn dann damit? Ich lese uns das noch einmal. Ja? Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Ein ewiges in den Himmel. Ja, da spricht die Bibel hier also von einem Bau von Gott. Nicht von ein Haus mit menschlichen Händen gemacht. Ja, sondern ein ewiges Haus. Ein schönes Haus, denn die Bibel nennt es auch Tempel. Nennt es Tempel. Eine Stätte der Anbetung. Sein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir Jesus Christus gehören. Und die Jesus gehören, sie werden nahtlos eingefügt in diesen ewigen Bau Gottes. Diesen herrlichen Tempel Gottes, wie wir es lesen dürfen in Petrusbrief. Das ist ein heimeliges Haus, ein Vaterhaus, so wird es nämlich genannt. Vaterhaus. Und dieses Haus ist weniger ein Vaterhaus, es ist mehr ein Domizil, ja, der Toronto Maple Leafs. Das ist die berühmteste Eishockey-Mannschaft in Kanada. Und dort haben sie ihre Sommerresidenz. Ich bin da mit dem Boot daran vorbeigefahren und habe das fotografiert. Aber ich habe es deswegen hier mit reingenommen, weil der Herr Jesus uns etwas sagt. Er sagt nämlich, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also ist dieses himmlische Haus, das Gott für uns bereitet hat, ein Haus für heimkehrende Kinder. Für Kinder Gottes. Und damit auch ein sicheres Haus. Ja? Wir meinen, unsere Sicherheit hier zu haben, und wir versichern uns ja gegen alles und gegen jedes. Man kann ja wirklich heute alles versichern. Der Fußballer seine Beine und die Filmschauspielerin ihre Schönheit und was weiß ich. Ne? Man kann sogar einen Hund für seine Reinlassigkeit versichern. Ja, die kann er nämlich verlieren. Wer es wissen will, wie das geht, kann ich nachher sagen. Unter vier Augen. Und hier vorne nicht. Wir leben so diesseits bezogen. Der Herr Jesus sagt uns einmal in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und er sagt auch warum, denn da wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und was hängen wir an diesen irdischen Gütern? Was hängen wir an all dem, was wir gemeint haben, was wir uns geschafft haben? Was haben wir uns denn geschafft? Was haben wir denn mitgebracht in diese Welt, als wir geboren wurden? Unser nacktes Leben, ne? Und das ist uns geschenkt worden. Das haben wir noch nie mal selbst gehabt. Unsere ersten Windeln, das heißt alle, sind uns geschenkt worden, ne? Du sagst, ja, aber ich habe dann gearbeitet. Mit meinen Händen Arbeit. Und wer hat dir die Gesundheit und die Kraft dazu gegeben? Wer? Hast du das selbst gemacht? Schaut, wir sind in allem von Gott abhängig. In allem. Aber das wollen wir nicht anerkennen. Das ist unser Problem. Aber Gott sagt uns, dass er für uns eine Stätte bereitet. Macht uns der Herr Jesus deutlich. Und er sagt uns noch, er zeigt uns noch etwas. Er zeigt uns, es ist ein bleibendes Haus, weil es ewig ist. Und wen wundert es dann überhaupt noch, dass ein Kind Gottes sich danach sehnt, in diesem Vaterhaus zu sein. Und wisst ihr, Himmel ist da, wo Jesus ist. Wo der Herr Jesus ist, da ist Himmel. Und dahin sehne ich mich. Und wenn wir dort einmal sind, dann werden wir vielleicht wie die Königin von Saba einmal sagen, noch nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt. Es ist noch schöner, noch herrlicher, noch wunderbarer. Schaut, und ich habe da eine große
Gewissheiten. Das drückt die Bibel hier ja auch aus. Ja, die Bibel sagt uns nämlich, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgerissen ist, wir einen Bau von Gott haben. Wir wissen das. Ja, die Bibel sagt es nicht, oh, hoffentlich haben wir dann da oben auch wirklich was. Manche sagen, ja, wenigstens ein kleiner Hocker irgendwo in der Ecke im Himmel. Das gibt's nicht. Vergiss das. Ich hoffe einmal auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Nein, ich weiß es mit Bestimmtheit, weil die Bibel es mir sagt. Ja, ich weiß es genauso sicher wie ein Apostel Paulus, genauso sicher wie eine Lena Fürstenberger mit ihren 5 Jahren. Die gesagt hat, Papa, ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich so zusammendrücken. Was hat die sich nach Jesus gesehnt? Nein, auch wir dürfen es wissen. Wir dürfen es wissen. Aber woher kommt dieses Wissen eigentlich? Woher? Das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt worden. Nee? Nun, dieses Wissen bekommen wir von Gott geschenkt. Und zwar bei der Wiedergeburt, bei dieser neuen Geburt im Geist. Die Bibel macht es uns nämlich deutlich, dass wir tot sind in Sünde und Übertretung. Und durch die Sünde ist auch die Krankheit über den Menschen gekommen. Mit der Sünde kam die Krankheit, mit der Sünde kam das Sterben, kam der Tod über die Menschheit. Dafür war der Mensch ja gar nicht bestimmt von Ewigkeit her. Er war geschaffen worden als ein vollkommenes Wesen, in eine vollkommene Umgebung hineingesetzt worden, ins Paradies. Er hat eine ihm angemessene Hilfe bekommen, seine Frau. Er bekam eine sinnvolle Tätigkeit. Er sollte den Garten Eden bebauen und bewahren. Also war nicht so Schlaraffenland, ne? Wie manche meinen, wenn die gebratenen Tauben einen so im Mund fliegen oder so. Nein, bebauen und bewahren. Und er bekam eine Warnung mit. Du kannst essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen in der Mitte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Der Mensch wusste also, was auf ihn wartet. Und er hat sich gegen Gott entschieden. Ja, er war im selben Augenblick von Gott getrennt. Hier wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt auf einmal Angst. Und er versucht, sich vor Gott zu verbergen. Hat eh keinen Sinn. Gott weiß genau, wer wir sind. Schaut, und Gott will uns retten. Und dafür hat er Jesus gegeben. Dafür ist der Sohn Gottes gekommen. Es geht nicht um einen religiösen Wandel, ja, sondern es geht um eine neue Geburt, die Geburt in Jesus Christus. Das ist die einzige Grundlage, damit wir es wirklich mit Sicherheit wissen. Ich werde einmal in der Herrlichkeit im Himmel sein, bei Jesus. Da kam eines Tages, oder eines Nachts eigentlich, ein Theologieprofessor zu dem Herrn Jesus und sagt ihm, oh Lehrer, wir wissen, du bist von Gott gekommen. Weil niemand die Zeichen tun kann, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und was sagt denn der Herr Jesus? Ach du Schmeichler, das tut mir aber gut, das geht jetzt runter wie Öl. Nein, sagt er ihm nicht. Er sagt, Nikodemus, dir nützt dein Wissen gar nichts. Nützt dir überhaupt nichts. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nikodemus sagt, wie was neu geboren werden? Kann ich wieder in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Oder was? Jesus sagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt es nicht. Du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Oh, sagt sie, siehst du, die Taufe ist doch wichtig. Steht nichts davon da. Sondern es geht um das Wasserbad im Wort. Oder um die Waschung der Wiedergeburt im Heiligen Geist. Das ist damit gemeint. Und ich frage dich einmal, hast du schon die Gotteskindschaft? Weiß ich nicht. Dann hast du sie sicher nicht. Denn wer Jesus hat, der hat einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen, hat sich ganz bewusst entschieden, hat ganz bewusst Ja gesagt. Es ist ein Willensakt. Ja, so wie ich damals zu meiner Frau Ja gesagt habe und sie dann zu mir Ja gesagt hat und wir dadurch zu Eheleuten wurden, ja, so hat Gott zu dir schon Ja gesagt. Und jetzt liegt es an dir, zu ihm genauso Ja zu sagen. Frag dich noch einmal, gehört dein Leben Jesus Christus? Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, und zwar denen, die an seinen Namen glauben. Wir merken, wir kommen an Jesus nicht vorbei, es geht um seinen Namen, um seine,
um ihn, nicht? Seine Person. Ja, das ist die Grundlage, die ich habe. Das ist mein Fundament gewissermaßen. Ja? Ich habe Vergebung der Sünde. Deswegen kann ich aber trotzdem krank werden. Und so ganz gesund bin ich ja eh nicht. Ja, manche sagen was zum Kopf, aber das sind andere Dinge. Nee? Nein. Ich habe ein Fundament für meinen Glauben. Im Epheserbrief steht, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und schaut, für jemanden, der Jesus kennt, für jemanden, der Jesus Christus gehört, kommt das Schönste noch. Da kommt es noch. Hier auf der Erde, es ist schön. Und bei so einem Wetter, wie wir es hier haben dürfen im Moment, ist es fantastisch. Bei uns hat es geregnet heute im Schwarzwald. Aber hier haben wir ein schönes Wetter. Nee? Da ist es toll. Und wenn man die Herrlichkeit der Schöpfung anschaut, da so die Blumenpracht, die Blüten, manche haben allerdings da schwer zu kämpfen. Nee? Birken sind ziemlich aggressiv dieses Jahr. Ja? Und manch einer, da hätte ich beinahe was gesagt, hatte dicke Nase und rote Augen. Nee? Und trotzdem ist es schön. Also ist mir wesentlich lieber als der Winter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der hat seinen Platz, natürlich. Ja. Aber das Schönste kommt noch. Bei Jesus zu sein. Zu wissen, all der Jammer, all das Leid auf dieser Welt, alle Not mit meinem Leib, alle Krankheit, alles, was mich da niederdrückt, das ist dann hinter mir. Und ich darf in der Herrlichkeit sein. Und ich darf Jesus sehen. Ich darf bei ihm sein in alle Ewigkeit. Und ich darf mich an ihm freuen. Das Schönste kommt noch. Johannes, er drückt sich einmal so aus, vor Freude eigentlich. Nicht? Indem er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir mal sein werden. Aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber da steht ein Nachsatz. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich, so wie er rein ist. Die Sünde muss weg. Dein altes Leben muss weg. Jesus will dir ein neues Leben schenken. Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und siehe, alles ist neu geworden. Schaut, und diese Sicherheit, die trage ich durch den Glauben in meinem Herzen, durch das Vertrauen auf sein Wort. Das ist die Grundlage meines Glaubens. Alles andere, das kannst du vergessen, das taugt nichts. Was Menschen uns erzählen wollen, was immer so sein mag. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann ist es nichts, gar nichts. Schaut, und aus dieser Gewissheit heraus ergibt sich für mich ein ganz gewaltiger Trost. Ein vielfältiger Trost. Wenn diese Katastrophe uns naht, wenn eben unser Leib so zerfällt, dass wir wissen, jetzt irgendwann ist es soweit, dann werde ich sterben. Dann darf ich als einer, der Jesus kennt, mich darauf freuen und wissen, er wartet auf mich. Die kleine Lena wusste es. Sie hat einen Gehirntumor der aggressivsten Art. Sie wusste es. Und als der Papa ihr am Abend vor ihrem Heimgehen sagte, Lena, ich habe den Eindruck, der Herr Jesus wird dich bald zu sich nehmen. Da strahlt sie ihn an und sagt, wann? Heute noch? Oder morgen? Ja, es wurde noch morgen. Es wurde noch morgen. Aber sie freute sich. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus sie selbst abgeholt hat. Weil er sie einfach bei sich haben wollte. Und ihre Eltern sagen, sie ist für uns vorausgegangen. Wie bei einer Urlaubsreise. Und wir werden ihr nachreisen. Eines Tages werden wir wieder bei ihr sein. Werden wir wieder vereint sein. Schaut, wenn Trübsale auf uns zukommen, wenn Krankheitsnöte auf uns zukommen, dann dürfen die, die Jesus kennen, getrost auf ihn schauen. Und sie dürfen das wissen, was wir dann auch im 2. Korintherbrief lesen, im 4. Kapitel. Ich lese einmal ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht. Deshalb ermatten wir nicht, ja. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch
der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht auf das sehen, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber was man nicht sieht, das ist ewig. Welch eine Herrlichkeit wartet auf die, die Jesus kennen. Die Bibel sagt, über die Maßen, also unermesslich. Dann steht da aber noch überschwänglich. Ja, überschwänglich. Ich habe nie so einen richtigen Begriff gehabt für überschwänglich, bis ich einmal beim Spaziergang auf eine Quelle stieß. Ein Bach entlang gelaufen und irgendwann mal kam ich an die Quelle. Und es sprudelte das Wasser aus dem Boden raus. Vorher nichts und plötzlich war es da. Eine kleine Pfütze, die zu einem Rinnsal wurde und dann irgendwann zu einem Bach. Ja? Und da habe ich mir gedacht, das ist es. Da sprudelt pausenlos, unaufhörlich Frisches heraus. Immer Neues. Ja, und das ist mein Bild für Überschwängliches geworden. Immer Neues, immer Frisches. Überfließend. Und dann sagt die Bibel, unaufhörlich. Ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und wenn du in Krankheitsnot bist und wenn du mit deinem Leib, ich sag mal so, im Zwiespalt lebst, ja, weil du eben Dinge in dir trägst, die dir nicht gefallen, die dir Not bereiten, weil Krankheiten da sind, egal welcher Art. Komm zu Jesus. Muss nicht heißen, dass er deinen Körper gesund macht. Es ist viel entscheidender, an deinem inneren Menschen heil zu sein. Denn Jesus sagt einmal, weißt du, es ist besser, mit einem Bein in den Himmel zu kommen, als mit zwei gesunden Beinen auf dieser Erde zu leben und in die Hölle zu landen. Denk darüber nach, was das Wichtigste in deinem Leben ist. Wann wir unsere zerbrechliche Hütte zu verlassen haben, weiß allein der Herr. Aber Menschen, die Jesus kennen, Kinder Gottes, dürfen sich auf diesen Augenblick freuen. Und ich habe mir oft schon so gedacht, meine Zeit, wenn es dir nur gut ginge, du würdest dich gar nicht mehr auf den Himmel freuen. Ja, gar nicht mehr auf Jesus freuen. Und daher stellt sich für Christen die Frage nach der Gesundheit gar nicht so sehr. Natürlich ist sie wichtig, schon klar. Aber für uns ist es wichtiger zu wissen, was kommt. Für uns ist wichtiger zu wissen, ob die Frage nach der Ewigkeit gelöst ist, ob unsere Schuldfrage gelöst ist, ob wir mit Gott in Ordnung sind, ob wir heil geworden sind an unseren inwendigen Menschen. Und das dürfen wir sagen, und deswegen habe ich vorhin das Buch von der Rose Höflin vorgestellt. Selbst in einer so schweren Krankheit wie Multiple Sklerose, wo auch die Gehirnzellen nach und nach absterben, zerstört werden. Ja, und das weiß sie. Das weiß sie ganz bewusst. In Jesus Christus hat sie den Helfer in Krankheit und Leid. Und sie weiß, ich kann nie tiefer fallen als in die Hände meines Gottes. Aber sein Arm ist auch nie zu kurz. Und seine Hand ist nie zu kurz, dass sie nicht noch unter uns greifen könnte, um uns wieder hochzuheben. Um uns die Kraft zu geben, mit dem fertig zu werden, was uns Not bereitet. Entscheidend ist nur eines, dass wir dahin kommen zu sagen, Herr Jesus, dein Wille geschehe. Mach mit mir, was du willst. Und wenn du dahin kommst, wie gesegnet du dann sein wirst, das können die bestätigen, die das erlebt haben. Ich kann dir nur dringend dazu raten. Aber komm zu Jesus und lass dich heilen an deinem inwendigen Menschen. Überlass ihm dein Schuldproblem. Überlass ihm die Not deines Lebens. Und bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Er wartet darauf.